Hallo und herzlich willkommen zur 90. Folge von Forza Horizon 4. Und ich bin jetzt zurück in diesem wunderbaren Maserati Levante S. Oder mein kleiner Umbau mit dem V8-Motor aus dem Ferrari 488 GTB. Mit ein bisschen mehr Leistung und hat sich so generell ziemlich gut getuned. Und das ist schon die Blitzerzone, die ich jetzt angehen möchte. Und ja, es ist dunkel, also zwischen dieser Folge und der letzten Folge. Ich habe noch zwischendrin den Forza dann aufgenommen. Deswegen. Zeit ist mir. Ich glaube, der Hoch ist keine so gute Idee. Oh Gott. Nee, das sollte bergunter deutlich einfacher sein. Oder ich schaffe es jetzt schon. Nee, das glaube ich nicht. Sehr langsam. Ach, hat doch schon gereicht. Alter. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich will das aber noch besser schaffen. 344 ist ja lachhaft. Ich stelle einfach mal so ein... Was ist denn das? Ist das ein Mazda? Nee, oder? Was bist du? Ach, du bist ein Mazda. Mazda Speed 3 oder sowas? Komm nochmal. Ja gut, ist auch nicht. Okay, das ist ein bisschen tricky. Achso. Ey, wieso will das nicht mehr? Ist aber unfair jetzt, ne? Die Blödchens. Ja gut, ist auch nicht viel besser. Olympische 2 km/h. Immer noch mal verbessert. Immerhin. Ja, aber gehen auch. Ich glaube, mit dem Wagen gehen also vielleicht sogar 150, wenn man es richtig gut nimmt. War das dann wenigstens knapp? Oh ja. 944,8. Gerade so geschafft. Ich meine natürlich, es war genauso geschafft, wie ich es machen wollte. Okay, die ist sogar noch auf der Straße. Okay. Das wird ziemlich schwer, selbst da noch 3 Sterne zu holen. Aber hier haben wir noch eine Zone, die wir machen müssen. 2, 3, 4. Nur noch 4 Blitzerzonen, die nicht auf 3 Sterne sind. Das ist aber schön. Weißt du was? Zeit sparen nennt man das. Fahren wir die von Norden oder von... Also von Nordosten oder von Nordwesten an? Mach mal von hier. Na, schaffe aber mit dem Wagen, glaube ich, nicht. Vor allem nicht mit Winterreifen. Obwohl, na... Ich weiß halt nicht. Also sind dann auf trockenem Asphalt, auf ganz normalem Asphalt, jetzt nicht sowas wie hier, ist ja Schnee, aber auf... Ganz normal im Asphalt. Sind da im Winter auch trotzdem Winterreifen immer noch besser als Rennreifen? Oder sind da die Rennreifen besser? Wenn kein Schnee liegt. Ja, eigentlich die Rennreifen. Ja gut. Das hat aber schon nicht schlecht angefangen. Hat wieso gescheitert? Hä? Was soll denn das? Ich hoffe jetzt nicht so ganz, warum es gescheitert ist. Ja, gut, nicht. Nee, ich will das nochmal machen. Also schaffen wir das hier nicht. Weil das ist halt. Nee.
Ich glaube, selbst dann würde ich maximal auf 190 km/h kommen und das ist immer noch deutlich zu langsam. Wir brauchen hier 209. 217, nicht mit dem Auto. Das kannst du aber mal sowas von knicken. Die Zone ist geil. Wir müssen die mit 136 nehmen. Die Kommazahl ist da eher unwichtig. Vielleicht nicht gerade die klügste Idee, das hier alles im Winter zu machen. Das soll doch schon schief gehen. Easy. Das wird im fucking Levante Essen Winter. Ist auch no challenge. Aber Bremsen sind noch nicht so gut. Okay, die eine werde ich aber heute, glaube ich, auch noch schaffen, oder? Also ich will sie schaffen. Ich will alles schaffen heute. Okay, die ist sogar aus dem aktuellen Forzaton, Derwent Water. Die müssen wir mit einem Retro-Rally-Auto machen. Hier hat den Forzaton sogar... Ach, da unten. Genau, da unten ist noch eine. Den Vater dann sogar ausnahmsweise noch nicht gemacht. Würde auch nicht als Video kommen. Oder jetzt aus der Vergangenheit, es ist nicht als Video gekommen. Dann lieber mal privat gemacht. Dann werde ich den privat machen. Um die Ecke, die Blitzerzone. Das passt. Es ist nicht weit. Weg da. So. Fabian, genau. Um die Blitzerzone möglichst gut zu nehmen, denn es geht immer alle Zäune mitnehmen. Du hast es nicht erkannt. Das schafft man aber. Das schafft man. Wenn man nicht gerade 100 Meter Zäune mitnimmt. So. Ja, Fabian, genau das ist es immer wieder erkannt. Immer alle Zäune umfahren. Vergibt's nicht bei der Blitzerzone Bonuskamera. Wissen noch nicht viele. Ich hab die ganzen Zäune hingesetzt. Das ist bestimmt nur wegen mir gemacht. Das war zu schnell. Immer noch müsste mich sofort bremsen, oder? Oh, doch nicht so weit. Das war doch ziemlich gut. Ja, guck mal. 163 Klamotten, fast 164. Ja, man kann doch ganz, ganz gut abkürzen. Das stimmt. Auch easy geschafft. Das ist einfach keine Challenge für mich. Also es fehlt nur noch ein Dier auf dem Asphalt. Ja, und ist alles soweit geschafft. Und dann hier die gute letzte Blitzerzone Offroad. Die wir auch von Norden anfahren sollten. Ja, das war's. Ich habe mir sogar überlegt, dass wir mit dem Wagen vielleicht noch ein paar Gefahrenschilder machen. Die fehlen. 400 Metern scharf links abbiegen. Bei der Blitzerzone war er schon extrem gut. Ich denke, naja, so geländegängig könnte er auch sein. Scharf
Also warum nicht probieren? Durch die Kurvenlage mit Winterreifen auf Asphalt, nein. Auf nicht winterlicher Fahrbahn. Auch die Bremsen, naja. Geht besser. Genauso safe wie Auschwitz. Zitat Kriegsmied. Auschwitz war doch safe. Boah, Alter. Ich bin da durchgefahren. Ohne sie zu rammen, ja, obwohl ich sie nicht mehr gesehen habe. Oder auch keine wirkliche Zeit zum Reagieren hatte. Ja, das war Skill, Leute, ne? Oh Gott, das kann nicht gut gehen. Na, vorsichtig. Ja. Was passiert? Rechts abbiegen. Ja, Mini-Drift. Jetzt Offroad. In 400 Metern scharf links abbiegen. Also Leistung mangelt es definitiv nicht. Scharf links so. Abbiegen. Muss Anlauf nehmen. Bei nächster Gelegenheit wenden. So, dann einmal bitte hier wenden. Und 80. Jo. Hat gereicht. Davon hat 76 war das Ziel, ne? Geht doch. Dann war es nur noch einer, aber die werde ich, glaube ich. Boah, locker geschafft. Die werde ich irgendwann später mal machen. Auf jeden Fall nicht mit dem Auto. Aber was ich machen möchte, oder zumindest probieren möchte, sind die Gefahrenschilder. Nein, Fabian, du musst alles ausmachen, du Idiot. So. So, da waren sie schon da oben. Ich glaube, da habe ich nicht alle auf drei Sterne. Ja, da sehe ich es schon. Ja, da fehlen wirklich noch ein paar. Fangen wir mal am Bambra Castle an. Ah, mit dem Auto, ob man das schafft, das ist die gute Frage. Weil für einige Gefahrensteller musst du halt echt einen Affenzahn drauf kriegen. Also nicht wörtlich nehmen, ne? Aber ich kenne das Sprichwort auch sicherlich, ne? Einen Affenzahn drauf haben. Du musst fucking schnell sein. Ach, von wo fährt man am besten an? Also wirklich viel anfahren oder laufen kann man hier gar nicht. Wo ist denn überhaupt hier die Einfahrt? Muss ich erstmal die Lage checken. Okay. Hier. Reicht es denn, dass wir an den Rand begeben einfach? So.
Oh Gott. 175 Meter hat natürlich nicht gereicht. Oder noch viel mehr. Oh, 39 Meter. Also brauchen wir auf jeden Fall ein Auto mit sehr, sehr krasser Beschleunigung. Topspeed ist nicht so wichtig. Aber klasse Beschleunigung. War krasse Beschleunigung. Also ein Rallye-Monster. Sollte ich den mal probieren? Warte mal, der hat 5,8 Geschwindigkeit. Was hat denn der Hoonigan? Aus Dings hier. Er hier. Auch 5,8. Soll ich den mal probieren? Probier den mal. Jim Carter 8 Fiesta aus Fortune Island. Das wollte ich sagen. Der könnte es doch schaffen. Ist doch die Frage, wie weit wir Anlauf nehmen müssen. Okay, Vorwärtsprobleme, nicht gut. Der Wagen ist doch gerade nicht so weit geflogen, weil er auch immer noch relativ schwer ist. Der Wagen ist ja deutlich leichter. Das ist schon mal ein Vorteil. Nein, so nicht. Es ist die Frage, ob ich hier durchkommen kann, ohne jetzt einen Zäunung zu fahren. Ist doch schon mal besser. 184 Meter. Eine Bestleistung. Reicht nicht noch so 20 Meter? Nochmal 29 Meter mehr. Alter. Muss ich denn noch von weiter unten dann aufnehmen? Ich glaube, dass ich da die Zäune umfahre, das ist nicht das, oder die ganzen Dinger umfahre, das ist nicht das Problem. Die muss ich auch irgendwie umfahren. Bei solchen Geschwindigkeiten. Mehr Anlauf, ne? Und das kann hier so wirklich Anlauf nehmen? Ist halt echt schwierig. Und muss ich überhaupt durch ein anderes Tor reinfahren? Kann auch gut möglich sein. Aber eigentlich, nee. So viele Chancen sehe ich da jetzt auch gar nicht. Das wird so 180 Meter ungefähr werden. 182 Meter. Okay. Reicht nicht, muss mir nur noch was anderes einfallen lassen. Oder mehr Leistung. Oder noch krassere Beschleunigung. Was gibt's denn da noch, Alter? Haben wir noch mal was bei Hoonigan? Ich war in der RS200 Evolution. Mit ein bisschen Leistung. Ich meine, der, guck mal, die haben ja nur. Und der hat 800 PS. 559 kW. Auf 1,1 Tonnen. So. Der hat. 548 kW auf 1,2 Tonnen. Probieren. Ich bezweifle, dass der Wagen 29 Meter mehr bringt. Das bezweifle ich mal sehr stark. Muss ich irgendwie ein MG Metro nehmen oder sowas auf S2? Das ist eine gute Frage, aber ich glaube, die viel mehr Anlauf nehmen, das geht gar nicht oder bringt nicht viel. Also im vierten Gang werde ich wohl meinen Topspeed ausfahren. Weil wenn man hier springt, dann verliert man auch zu viel Geschwindigkeit. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Dass man dann irgendwie einen Kilometer weiter hinten Anlauf nehmen soll. Wenn vielleicht hier hochspringt. Erstmal das Tor natürlich trifft. Ist die nächste Frage. Und dann dabei auch noch gut Speed hat. Ich
Okay. Muss der Wagen gerade halten, das ist nicht so einfach. Zwar ein bisschen schneller. 195 Meter, schon mal wieder ein bisschen weiter. Ich bin immer noch so 15, 18 Meter. 18 Meter, boah, Alter. Ist auch echt gemein, ne? Aber nö. Ich mach was anderes. Ha, 304 Meter, aua. Fangen wir von hier an. Das Schild, das ist echt nicht einfach. Da ist auch das gut dabei. Bestimmt kann man das am besten mit dem Königsegg oder so machen, wieder auf Allrad umbauen. Ich weiß, aber nö. Das ist ja viel zu langweilig. In 200 Metern scharf rechts abbiegen. Du hast dein Ziel erreicht. Nicht. Ja, 217 Meter. Okay, 300 Meter ist amtlich. Ich habe noch den ganzen Zäune mitgenommen, das weiß ich. Ich nehme einfach mal von hier an auf. Und muss ich überhaupt diesen Weg langfahren? Da gibt es einfach auch eine Route, wo vielleicht keine Kurve ist, wo ich einfach nur straight durchfahre. Also gibt es bestimmt. Nein, die Zäune mit dem Pavian. Die sind ganz gefährlich. Also weiter rechts fahren. Nein, Pavian. Böser Junge. Ganz böse Zäune. Und auch nicht quer kommen. Er sagt sich einfach bei 240 Klamotten auf Schnee. Bitte was? Wie soll ich denn hier 300 Meter schaffen? Ich glaube nicht, dass der Maserati da deutlich schneller ist. Von wo soll ich den Anlauf nehmen? Hier? Nochmal. Nein. Was ich auch noch vielleicht machen kann, was ich vielleicht noch gar nicht entdeckt habe bei dem Wagen. Im Tuning-Menü. So. Okay, Aerodynamik geht nicht. Okay. Hat sich erledigt. Nee. Ich weiß ja gerade nicht, was die beste Taktik an dem Ding ist. Ich muss irgendwie weit rechts kommen. Vielleicht auch einfach irgendwie anders springen. Dass ich mir den falschen Punkt ausgesucht habe. War schon mal besser, 270 Meter. So, auch noch eine Bestleistung. Aber ja. Da fehlen noch ein paar Meter, ne? Okay. Mache ich den also auch nicht mehr. Dann ganz klassisch hier mit Kickers Stuntpiste. 213 Meterchen. Darf wieder die Frage auf der Straße fahren oder querfeldein? Das ist hier die Frage. Rechts abbiegen. Ja, ich glaube, Querfeldein ist eine ganz gute Idee.
wenn man natürlich richtig anfährt. Die Röhre ist halt ein wenig klein. Warte ich mal auf 20 Mal zurückspulen. Du hast dein Ziel erreicht. Okay, aber ich glaube, von der Weide war das sogar eigentlich schon mal ganz gut. Ich bin sogar tatsächlich das Ding durchgekommen. Ja, so nicht. Alter. Wie weit denn noch? Von wo kam jetzt bitte der Wagen? Die Röhre hat echt assi gemacht. Ah ja, 206 Meterchen. Geil. Gereicht. Ja, nicht schlimm. 7 Meter mehr, das schaffe ich. Das schaffe ich. Mehr noch. So. Vielleicht sogar gar nicht mehr noch, sondern dann einfach nur besser abspringen und besser landen. Das macht auch schon einiges aus, wo man landet. Oh ja, so minimal verfehlt. Ist aber schon vor dem Traktor irgendwie lenken. Wow. Durch diese wunderbaren Betonzäune, wie man sie kennt. Ich war besser gar nicht auf der Straße, oder? Komplett querfeld ein. Jo. Und die Steine haben sich ganze 2 Meter bewegt. Macht Sinn. Wo kommt der Wagen jetzt auf einmal her? Verstehe ich halt irgendwie nicht so. Schon so 212 Meter waren das, ne? Zwei Meter. Nicht mit mir. Die Welt ist bestimmt irgendwie so 700 Meter oder so. Kann ja gleich mal gucken, wie ich es geschafft habe. Ich würde gerne mal die Rekorde wissen, wie die gemacht werden ohne Glitchen. Und ohne irgendwie, ne? Wie auch so ein 1000 km Glitch und sowas. Dass man irgendwie so ganz schnell fahren kann oder irgendwie nicht mehr Glitchen oder weiß ich, oder irgendwie hacken, was ich alles macht. Wenn es auf legalem, auf normalem Wege erreicht. Das würde mich interessieren. Nee, ich fahre in die Straße und ich muss halt richtig landen. Bin eben gerade wieder auf so einem Hügel gelandet, wieder ein paar Meter gekostet. Yo, Alter! Das hat gereicht. Ganz knapp. Easy. So. Bestenliste. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, von der Gruppe sagen, ja gut, natürlich Agera, ne? Aventador, Mosler. Nicht irgendwelche Offroad-Autos, nee. Hätte das denn erwartet? Ja, wahrscheinlich. Natürlich springen wir mal diesem Gefahrenschild 3 Kilometer weit. Mit einem Agera RS. Natürlich ist das nicht geglitscht. Nein. Wo ist das erste Offroad-Auto hier? Gut, Alumi-Craft, das geht noch. Der Jaguar, sehr süß. Also 400 Meter, das klingt für mich schon, ist halt schon
es klingt irgendwie extrem unrealistisch. Das muss ich einfach mal sagen. Oder ein Audi TT auf A-Klasse. Natürlich springt der 400 Meter weit. Das will ich sehen. Ich finde aber, dass solche Leute halt aus diesem besten Wissen rausgenommen werden. Das können die gerne für sich selber machen. Aber es sollte nicht gewertet werden. Also das sind Leute, die das dann richtig machen und das richtig erspielen. Finde ich halt wirklich ein bisschen schade. Also jeder machen, was er will. Ich habe sowas nicht nötig. Und auch... Nee. Einfach nee. Ich wechsle dich doch mal ganz kurz zum Maserati zurück. Habe ich jetzt ein wenig vernachlässigt, den Wagen. Ich teste mal kurz den Maserati bei dem Sprung. Das mache ich noch. Zu gucken, ob er auch 3 Sterne schaffen würde. Und nicht nur Ford. Oder Hoonigan. Ist ja die Marke. Aber wenn man richtig fliegt, dann kann er schon sehr weit kommen. Den Ansprung mache ich noch. Aufnehmen. So, fangen wir ganz oben an. Yeah. Ich werde den Wagen aber eh nachher wieder runter tun. Auf einen fahrbaren Zustand. Weil in diesem findet er sich jetzt definitiv nicht. Also wirklich ohne Wenn und Aber. Ist das kein Tuning, mit dem man den Wagen so richtig in Rennen fährt. Oder auch normal fährt. Gut gesprungen eigentlich. Yo, Alter. Wie geil ist das denn? Gerade noch besser gesprungen als mit dem Hoonigan. Das ist ja hammergeil. Also der Maserati kann Blitzerzonen Offroad, der kann Gefahrenschilder Offroad. Nicht alle, aber ist doch ganz in Ordnung für Offroad. Da war, dass es ein super unnötiges Vehikel ist, was eigentlich nicht Offroad kann. Genug ist hier, wie es gedisst. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bei Folge 91, die dann in ein paar Tagen kommen wird. Mit einem wunderschönen Auto. Wahrscheinlich immer noch im Horizon Winter. Ja, mal wieder eine Ausnahme. Zuerst kamen ja immer pro Season 6 Folgen. Nach Fortune Island kamen dann nur 4 Folgen. Ich glaube, Winter wird es wieder 6 Folgen geben. Warum, erfahrt ihr später. Also danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und tschüss!